Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Mein Herr und mein Gott, ich glaube fest, dass du hier zugegen bist, dass du mich siehst, dass du mich hörst. Ich bete dich in tiefer Ehrfurcht an. Ich bitte dich um Verzeihung für meine Sünden und um die Gnade, diese Zeit des Gebetes so zu halten, dass sie mir Frucht bringt. Maria, meine unbefleckte Mutter, heiliger Josef, mein Vater und Herr, mein Schutzengel, bittet für mich. Tiefes Schweigen herrscht heute auf der Erde. Tiefes Schweigen und Einsamkeit. Tiefes Schweigen, weil der König ruht. Mit diesen Worten beginnt eine alte Predigt aus dem 5. Jahrhundert zum, wie es heißt, großen und heiligen Sabbat, welchen der heutigen Lesehohe des Breviers gebetet wird. Gemeinhin gilt der Karsamstag als Tag der Grabesruhe des Herrn. Das Letzte, was uns das Evangelium über ihn berichtet, haben wir gestern in der Karfreitagsliturgie am Ende der Passionsgeschichte gehört. An dem Ort, wo man ihn gekreuzigt hatte, war ein Garten, und in dem Garten war ein neues Grab, in dem noch niemand bestattet worden war. Wegen des Rüsttages der Juden und weil das Grab in der Nähe lag, setzten sie dort Jesus bei. Damit schien alles vorbei. Der Meister tot, die Jünger geflohen. Der Herr hat es auf dem Gang zum Ölberg mit den Worten des Propheten Sacharja vorhergesagt. Ich werde den Hirten erschlagen, dann werden sich die Hirten der Herde zerstreuen. Die Jünger sind so niedergeschlagen, dass jeder seine eigenen Wege geht und ihnen allein die Flucht bleibt. Kleopas und sein ungenannter Begleiter brechen am Ende der Sabbatruhe nach Emmaus auf. Und umgekehrt, die Feinde Jesu triumphieren. Ihre Haltung hat niemand radikaler in Worte gefasst als Friedrich Nietzsche. Gott ist tot, Gott bleibt tot, und wir haben ihn getötet. Heute haben wir es einfacher als die Feinde und die Jünger von damals. Wir wissen, dass auf den Karfreitag der Ostermorgen. Vor etlichen Jahren brachte es ein Freund von mir, geborener wie bekennender Rheinländer, auf den rheinischen Punkt. Er erzählte mir, er habe am Karfreitag die Liturgie im Kölner Dom mitgefeiert. Auf meinen wohl freudigen Gesichtsausdruck hin ergänzte er, schon leicht zögernd, beim Hinausgehen habe er dann auf der Domplatte einige Freunde gesehen und sei mit ihnen ins nächste Brauhaus gegangen. Meine leicht hochgezogene Augenbraue wahrnehmend, fügte er eilend hinzu, wir wussten doch, dass die Suche gut ausgehen würde. Was aber ist mit dem Karsamstag? Was bedeutet er für uns? Tröstet uns allein die Gewissheit, schon bald zu den gewohnten Abläufen zurückkehren zu können? Letztlich also die Routine. Oder vermissen wir etwas? Die reale Gegenwart des Herrn in der Eucharistie, das Fehlen der Heiligen Messe und den Besuch beim Allerheiligsten Sakrament, das Schweigen, das tiefe Schweigen der Evangelien. Situationen der scheinbaren Abwesenheit Gottes können sich im Leben immer einmal einstellen. Trockenheit im Gebet, keine Erhöhung des Gebetes in einem dringenden Anliegen, Ablehnung und Unverstandensein unserer doch gut katholischen Auffassung. Kurzum, Leere und Einsamkeit. Auch den Jüngern blieben solche Erfahrungen nicht erspart, noch als sie mit Jesus zusammen waren. Als auf dem See ein gewaltiger Sturm losbrach, vermerkt der Evangelist nur lakonisch, Jesus aber schlief. Parallel zur Verklärung des Herrn mühten sich die zurückgebliebenen Jünger, den mondsüchtigen Jungen zu heilen. Vergeblich. In beiden Fällen schafft erst das Wirken des doch scheinbar abwesenden Herrn das zuvor Unmögliche. Auf dem See trat völlige Stille ein. Der Junge war von diesem Augenblick an geheilt. Beide Male weist Jesus die Jünger auf den entscheidenden Mangel hin, den fehlenden Glauben. Warum habt ihr solche Angst, ihr Kleingläubigen? Warum konnten denn wir den Dämon nicht austreiben? Weil euer Glaube
so klein ist. So gesehen ist der Kasamstag die Probe auf die Ernsthaftigkeit, auf die Unerschütterlichkeit unseres Glaubens. Denn mehrfach hatte Jesus den Jüngern sein Leiden und seinen Tod angekündigt. Und diese Ankündigungen hatten sie so erschreckt, dass Petrus den Herrn von seiner Sendung abbringen wollte. Das soll Gott verhüten, Herr. Das darf nicht mit dir geschehen. So erschreckt waren sie, dass sie den zweiten Teil der Ankündigung schlicht überhörten, die Auferstehung. Am Karfreitag wird uns vielleicht am schmerzlichsten im Kirchenjahr bewusst, wie sehr unsere Welt der Erlösung bedarf, einer Erlösung, die sich selbst nicht zu geben vermag, eine Erlösung, die angesichts ihres Zustandes so fernliegend erscheint. Selbst dort, wo die Hoffnung auf Erlösung verbunden mit festem Glauben und tätiger Liebe bestimmend sein sollte, herrschen nicht selten Zweifel und Uneinigkeit. Gott ist tot, triumphierte Nietzsche. Die Kirche in ihrer bisherigen Gestalt werde sterben, meinen manche heute. Mag es vielleicht so scheinen, der Gläubige, der wahrhaft Glaubende, verfällt deshalb nicht in Resignation und Verzweiflung. Er folgt dem Beispiel Jesu am Ölberg und betet noch inständiger. Das intensive, vom Glauben geleitete und von der Hoffnung erfüllte Gebet ist die rechte Haltung des Christen in einer Situation scheinbarer Ausweglosigkeit. Auch wenn Gott uns nicht zu hören scheint, schweigend oder schlafend, er ist doch da. Kein vertrauensvolles Gebet ist vergebens. Es bringt Früchte, die wir nicht zu hoffen wagen, noch nicht einmal sie erahnen. Eindrucksvoll hat der Dichter Reinhold Schneider in dunkler Zeit im Jahr 1936 diese hoffnungsvolle Haltung in einem Sonett beschrieben. Allein den Betern kann es noch gelingen, das Schwert auf unseren Häuptern aufzuhalten und diese Welt den richtenden Gewalten durch ein geheiligt Leben abzuringen. Denn Täter werden nie den Himmel zwingen. Was sie vereinen, wird sich wieder spalten. Was sie erneuern, über Nacht veralten. Und was sie stiften, Not und Unheil bringen. Jetzt ist die Zeit, dass sich das Heil verbirgt. Und Menschen Hochmut auf dem Markte feiert, in dessen Dom die Beter sich verhüllen. Bis Gott aus unseren Opfern Segen wirkt und in den Tiefen, die kein Aug entschleiert, die trockenen Brunnen sich mit Leben füllen. Mit Gott, im Vertrauen auf ihn, gibt es kein Scheitern. Gott verliert keine Schlachten, pflegte der heilige Josef Maria zu sagen. In der Tat, das gilt gerade für die Stunde der scheinbaren Niederlage. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? So betet Jesus am Kreuz. Mit diesen Worten beginnt der Psalm 22, den der Herr zu beten beginnt, erschöpft und ausgelaugt. Er wird kaum noch die Kraft gehabt haben, ihn zu Ende zu beten, denn der Psalm ist recht lang. Gerade am Ende aber nimmt der Psalm eine ebenso radikale wie überraschende Wende. Nun geht es nicht mehr um Gottverlassenheit, sondern um Heilsgewissheit. Am Ende der Erde sollen alle daran denken und werden umkehren zum Herrn. Vor ihm werfen sich alle Stämme der Völker nieder. Denn der Herr regiert als König, er herrscht über die Völker. Vor ihm allein sollen niederfallen die Mächtigen der Erde, vor ihm sich alle niederwerfen, die in der Erde ruhen. Vom Herrn wird man im künftigen Geschlecht erzählen, seine Heilstat verkündet man dem kommenden Volk, denn er hat das Werk getan. Wir wissen nicht, wo die Jünger nach dem Tod Jesu waren. Von Jesus von Arimathäa heißt es knapp, er ging vom Grab weg. Wohin, lässt der Text offen. Alter Überlieferung nach suchten die Jünger Trost bei Maria, der Mutter des Herrn. Sie, die doch selbst angesichts des Todes ihres eingeborenen Sohnes des Trostes bedurfte, steht den Jüngern der beginnenden Kirche bei. Wenn wir sie am Samstag besonders ehren,
dann wissen wir, dass dieser Brauch in der Stunde des scheinbaren Scheiterns Jesu wurzelt. Dieses Wissen gibt uns Kraft und Zuversicht, auch in unseren Tagen, gerade in unseren Tagen.